Unter dem Schlagwort Jubel 50 hat die Hochschule Pforzheim nicht weniger als ein halbes Jahrhundert Beschaffung, Einkauf und Logistik gefeiert. Ein Studiengang, der in dieser Form einzigartig in Deutschland die Bereiche Einkauf und Logistik verbindet und die Absolventen somit zu begehrten Nachwuchskräften der nationalen und internationalen Wirtschaft macht. Denn effizient gestaltete Versorgungs- und Logistikstrukturen sind lebenswichtig für die Funktionsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und des Außenhandels. Mittlerweile hat sich die Logistik zum drittgrößten Wirtschaftsbereich in Deutschland entwickelt, nach der Automobilwirtschaft und dem Handel. Zusammengefasst kann man also sagen, dass es sich bei dem Studiengang Einkauf und Logistik um ein qualitatives Spitzenprodukt und ein Aushängeschild unserer Hochschule handelt. Nach einem Grußwort des Dekans der Business School, Prof. Dr. Thomas Kleff, gab Studiengangsleiter Prof. Dr. Klaus Möller einen Überblick über die Erfolgsgeschichte des Studiengangs. Bewährtes beibehalten, praxisrelevantes Neues integrieren. Unser Erfolg basiert maßgeblich auf zwei Säulen. Zum einen wird der Einkauf zusammen mit der Logistik gemeinsam unterrichtet. Diese bundesweit einzigartige BWL-Kombination in einem grundständigen Studiengang macht sicher einen Teil unserer Attraktivität aus. Und diese Doppelqualifikation bleibt nach unserer Auffassung eine wesentliche Basis für den Erfolg unserer Absolventen im Markt. Zum anderen setzt der Studiengang auf Praxisnähe sowie die Einbeziehung der Studierenden in aktivierende Lehrformen und kombiniert dies mit anwendungsrelevanten Zukunftsthemen. So gehört die Kunden-, die Lieferanten- und Prozessorientierung nicht erst mit dem Einsatz des Supply Chain Management zu unseren Lernzielen. Und so ist die Integration der Digitalisierung auch nicht erst seit Industrie 4.0 ein Thema bei uns. Bei der Podiumsdiskussion zum Thema Mythos Industrie 4.0 blickten ehemalige Absolventen des Studiengangs zusammen mit SWR-Moderator Wieland Backes in die Zukunft der Branche. Es gibt Unterbegriffe wie 3D-Printing, Hyperconnectivity, Omnichannel, Losgröße 1, Cloud Computing, In-Memory Computing. Ich möchte den Service selber digitalisieren. Heißt, ich habe keinen Taxifahrer mehr in meinem Taxi sitzen oder einen Pizzaboten, sondern ich habe einen Roboter oder ich habe ein autonomes Vehikel. Oder die Pizza kommt mit der Drohne. Die Pizza wird vielleicht sogar noch unterwegs mit einem 3D-Drucker gedruckt, das wissen wir noch nicht. Im Anschluss durften sich die Gäste über ein Festessen in der Mensa freuen. Unter den Besuchern waren zahlreiche Absolventen der vergangenen Jahrzehnte bis hin zum Gründerjahr. Mein Name ist Werner Aberle. Ich habe 1966 bei den ersten hier aus dem Bereich Beschaffung mit 8 anderen zusammen Kommilitonen die Prüfung hier abgelegt. Ja. Ich kann mich erinnern, als wir 70 Kommilitonen waren. Da war der Ohlhafer. Ein sehr sympathischer Professor, der diese Fachrichtung, diese ganze Institution leitete. Ja, an den Herrn Zackstetter natürlich, der uns zu denken gelernt hat, der uns immer gesagt hat, schaut die Sachen sehr, sehr sorgfältig an. Der hat uns die Geschäftsberichte der großen Industrie immer gezeigt und hat gesagt, warum schreiben die das so? Und da mussten wir die Zahlen aufwühlen und wir mussten es hinterfragen. Und das tue ich heute noch, Dinge hinterfragen, und das ist sehr wichtig. Ja, also gerade im Bereich Logistik, wenn man danach dann auch in dem Bereich tätig sein möchte, ist man sehr gut ausgebildet. Man kennt die Basis, die Grundlage. Man hat schon viele Kontakte geknüpft zu den Firmen, zu den anderen Branchen. Aber auch das Thema, was betrifft die Logistik in Zukunft, wird hier halt einfach behandelt. Und ich finde, man ist danach auf jeden Fall gut ausgestattet für die freie Wirtschaft. Weil wir eben sehr eng mit vielen Unternehmen hier im Raum Stuttgart eben zusammenarbeiten. Wir haben sehr viele Projekte, die wir in Gruppen gemeinsam erarbeiten und somit das theoretische Wissen sofort in die Praxis umsetzen können. In der von den Studierenden organisierten Logistik-Challenge konnten sich die Jubiläumsgäste im Team-Mehrkampf beweisen. Heiße Gesprächsrunden zu Themen rund um die Zukunft der Branche lieferten sich die Gäste beim World Café. Mit der Siegerehrung für die Teilnehmer der Logistik-Challenge klang der Jubeltag schließlich aus. Das Jubiläum heißt, dass wir jetzt 50 Jahre eigentlich aktiv am Markt bereits erfolgreich platziert sind. Es heißt aber auch, dass wir eine Substanz aufgebaut haben, die man weiterentwickeln kann. Wir haben ein großes Absolventennetzwerk, mit dem wir aktiv weitere Projekte eigentlich betreiben, die wir zu aktiven Diskussionen auch heranziehen. Das heißt, das Netzwerk speist auch wiederum zurück und daran kann man eigentlich sehen, es kann nur weiter nach oben gehen.